Diese Sendung wird dir präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Er nahm seine Hand beim Crash in Kurve 13 nicht vom Lenkrad. Und das wurde jetzt bitter bestraft. Das, worüber wir vor ein paar Minuten noch im Rahmen unserer Live-Sendung berichtet hatten, ist jetzt also nun traurige Realität. Daniel Ricciardo wird den Rest dieses Formel-1-Rennwochenendes in Zandvoort nicht länger bestreiten können. Was bei ihm diagnostiziert wurde und wer ihn im Qualifying und im Rennen ersetzen wird, jetzt in einem kurzen News-Update. Ja, wir haben es bei uns vor ein paar Minuten in der Trainingsfreitagssendung aufgegriffen und thematisiert, dieses Ereignis, dieser Doppelcrash, erst Oscar Piastri und dann auch noch Daniel Ricciardo, der später auch sagte, ja, er hat den McLaren nicht gesehen. Ja, und auch er crashte in Kurve 3 in die Wand und hat aber diesen fatalen Fehler begangen. Er nahm die Hand, wie man es sonst eigentlich machen sollte, nicht vom Lenkrad. Und das Ganze wurde jetzt also bitter bestraft, denn er hat sich, wie das Team selber nun mitgeteilt hat, nämlich einen Mittelhandbruch in der linken Hand zugezogen. Und im Detail heißt es, nach dem heutigen Vorfall im zweiten freien Training in Zandvoort, bei dem Daniel Ricciardo in Kurve 3 gegen die Leitplanke prallte, wurde er ins örtliche Krankenhaus gebracht und weitere Untersuchungen durchgeführt. Ja, man hat dann auch eine Röntgenaufnahme gemacht und die wiederum hat dann bestätigt, dass es einen Mittelhandbruch an der linken Hand gab infolge dieses Crashes. Und wie das Team auch mitgeteilt hat, dass durch diesen Mittelhandbruch er nicht imstande sein wird, dann das restliche Rennwochenende weiter fortzusetzen. Das heißt, am Samstag beim Abschlusstraining vor dem Qualifying sowie eben auch das Qualifying und das Rennen am Sonntag wird er nicht im Cockpit sitzen können. Ersetzt werden wird er durch den regulären Ersatzfahrer, durch Liam Lawson, der also ja, seine Premiere feiert. Hat noch kein Rennen bestreitet, wird also seine Premiere an dieser Stelle sein. Als Ersatz für Daniel Ricciardo im Alpha Tauri. Ja, das hätte sich natürlich auch Ricciardo anders vorgestellt. Da kommt er nach einem halben Jahr der Zwangspause zurück in die Formel 1, in ein Stammcockpit, das er von Nyck de Vries geerbt hat, nachdem dieser aufgrund Erfolglosigkeit kurzerhand vor die Tür gesetzt wurde. Ja, und große Ziele hat er sich gesetzt, Daniel Ricciardo. Das Cockpit von Sergio Perez, das will er haben, da will er hin. Und das wollte er vor allem auch eben der Führungsetage von Red Bull unter Beweis stellen, dass er der Richtige ist. Und nun also, nach dieser vierwöchigen Sommerpause, dem zweiten freien Training, passierte also nun das Mittelhandbruch in der linken Hand. Ärgerlicher könnte es kaum sein. Die Frage ohnehin. Nächste Woche geht es ja direkt weiter nach Monza, nach Italien. Heimspiel dann ja, für die Scuderia Ferrari, aber auch in gewisser Weise für Scuderia Alfa Tauri. Logischerweise auch, ob er da schon innerhalb von ein paar Tagen bei einem Mittelhandbruch wieder dabei sein kann, das ist natürlich auch noch völlig offen. Daniel Ricciardo, jedenfalls für Zandvoort, wird er nicht mehr in den Diensten des Alfa Tauris stehen können. Auch fraglich eben nächste Woche in Monza. Das ist kein perfekter Start in die zweite Saisonhälfte, bei dem sich Ricciardo eine Menge vorgenommen hat. Mögen wir natürlich hoffen, dass es ihm baldmöglichst wieder gut geht und dass er ins Cockpit wieder steigen kann und dann auch seine Ziele verfolgen kann, die er sich da vorgenommen hat. Gute Besserung an dieser Stelle an Daniel Ricciardo. Viel Erfolg an Liam Lawson, der eben sein erstes Qualifying und sein erstes Rennen für Alpha Tauri bestreiten darf. Da wird es sicher auch spannend werden und vielleicht tut sich da für Liam Lawson eine, naja, nicht ganz so geplante Möglichkeit auf, vielleicht unter Umständen was zu zeigen, was vielleicht gerne Daniel Ricciardo gezeigt hätte. Schlägt jetzt die Stunde von Liam Lawson? Wir wissen es nicht. Wir werden es sehen und wir werden es auf jeden Fall thematisieren. Soweit erstmal für den Moment mit unserem News-Update. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis morgen am Samstag zum Qualifying Samstag, 14.30 Uhr und 17 Uhr live auf Cham One. Tschüss.